Hey und herzlich willkommen heute zu einer neuen Sprint to Glory. Und klar ist das jetzt kein Verein, mit dem die Sprint to Glory besonders spektakulär wird oder ähnliches. Es geht in dieser Sprint to Glory nämlich auch darum, den Champions League Titel zu verteidigen. Natürlich spielen wir auch in einem Vorbereitungsturnier und wir nehmen hier das Einladungsturnier. Und zwar hat das nämlich nur 500.000 weniger Preisgeld, aber auch einen halben Stern weniger und die Gegner sehen schon viel machbarer aus als hier im Asian Elite Cup. Ich denke, die Mannschaft von Liverpool sollte eigentlich soweit bekannt sein. Wir müssen uns primär um einen neuen Innenverteidiger kümmern, da ist Gomez zumindest zu der Champions League-Verteidigung noch nicht der richtige Mann. Und Leute, wir haben die ersten Neuverpflichtungen. Und ihr wisst doch, wie das ist. Man braucht am Anfang, wenn man schnell was gewinnen will, nur Gesamtrating. Das ist das Alter erstmal egal. Und genau dafür habe ich jetzt ein paar Brecher. Und zwar Thiago Silva, Luka Modric und David Silva. Thiago Silva mit einer Gesamtstärke von 87 ist der Innenverteidiger, den wir schon immer gebraucht haben. Kommt von PSG für eine Ablösesumme von 18 Millionen Euro. David Silva mit einer Gesamtstärke von 88 kommt für unglaubliche 12,5 Millionen Euro von Manchester City. Und Luka Modric kommt mit einer Gesamtstärke von 89 für 40 Millionen von Real Madrid. Und im Vorbereitungsturnier ist alles so gelaufen, wie wir das geplant haben. Wir haben das ordentlich gewonnen. Du hast gewonnen! Du hast gewonnen! Und haben nochmal 4 Millionen jetzt oben drauf bekommen. Und auch im FA Community Shield gewinnen wir 3-2 gegen Manchester City. Jubel! Und auch den UEFA Superpokal gewinnen wir gegen Chelsea mit 4-1. Und ihr dachtet, hier kommt wieder ein Meme? Nein, hier kommt kein Meme. Und das sind noch die letzten zwei Neuzugänge. Sergio Busquets kommt mit einer 88er Gesamtstärke für 55,5 Millionen. Und Jordi Alba kommt mit einer 86er Gesamtstärke für 45,9 Millionen zu uns. Und natürlich haben wir dafür auch ein wenig verkauft, aber Betonung liegt auf ein wenig. Wir haben einfach kaum Angebote bekommen. Und deshalb ist nur Robertson zu Neapel gegangen für 80,7 Millionen und Klein für 5,5 Millionen zu Aston Villa. Und die sind jetzt im Januar angekommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie stehen wir. In der Liga sind wir nur Zweiter hinter Manchester City. Das geht natürlich noch ein Stück besser. Aber das Allerwichtigste müssen wir uns erst noch mal angucken. Und das ist ja wohl die UEFA Champions League. Und wir sind weitergekommen als Gruppenerster und spielen im Halbfinale gegen Atletico Madrid. Haben eine souveräne Gruppenphase gemacht. 18 Punkte, keine Niederlage. Im Community Shield waren wir im Finale und haben das gewonnen, das wisst ihr ja schon. Im Emirates Cup sind wir noch vorhanden und sind in Runde 3 und spielen gegen Watford. Und im Carabao Cup sind wir im Halbfinale gegen Manchester City. Und das ist der letzte Neuzugang, der uns hoffentlich hilft, uns zur Champions League zu ballern. Er ist ZOM und Mittelstürmer. Als ZOM wird er die ganze Zeit spielen und er ist auch noch ein gutes Mittelstürmer-Backup, weil wir haben niemanden richtigen, falls sich unser richtiger Mittelstürmer verletzt. Dementsprechend ist Marco Reus die perfekte Verpflichtung und wir nehmen ihn natürlich mit. Wir simulieren jetzt bis zum Spielstart. Und jetzt sind wir hier beim Spiel gegen Atletico Madrid und das Team ist größtenteils in Bestbesetzung. Wir hoffen, dass wir nicht zu hoch verlieren und zumindest ein Auswärtstor mitnehmen. Und wir kriegen 2 Auswärtstore und gewinnen 2-1. Und damit sind wir im Rückspiel. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Atletico Madrid in der Anfield Road. Wir haben eine sehr gute Ausgangslage und ich glaube nicht, dass wir hier noch große Probleme kriegen werden. Und die Simulation geht jetzt zum Ende und wir haben ein 1-1 und damit sind wir aber auf jeden Fall weiter. Das war aber nochmal knapper als gedacht, muss ich sagen. Und jetzt schaut euch mal diesen Terminkalender an. Manchester City, jetzt in der Champions League Manchester City, zweimal Manchester City und dann nochmal im Pokal Manchester City. In diesem Monat spielen wir einfach 4-mal gegen Manchester City. Und gegen eben diesen Gegner geht es jetzt auch zu Hause ran. Und natürlich, das wird ein harter Brocken für dieses Halbfinale. Es ist ein 3-2, aber 2 Auswärtstore für Manchester City, das sieht gar nicht gut aus, muss ich sagen. Und jetzt geht's im Rückspiel gegen Manchester City und ich muss sagen, ich habe da ein wenig Angst davor in diesem Viertelfinale, weil wir haben jetzt eine relativ schlechte Ausgangslage und wir müssen dieses Spiel gewinnen. Alles andere wird wahrscheinlich nicht reichen und wir werden hier rausfliegen und es ist ein 0-0. Und damit sind wir trotzdem weiter. Und der nächste Gegner im Halbfinale ist auch ein ganz schöner Brocken und das ist Barcelona und wir sind jetzt zu Gast in Barca. Und hoffentlich wird das eine gute Partie. Wir sind eigentlich größtenteils in der Bestbesetzung dabei.
Jetzt müssen wir ja hoffen, dass das gut ausgeht. Und es ist ein 2:1. Wir verlieren das Hinspiel. Aber wir waren zu Gast. Wir haben wenigstens ein Auswärtstor. Das lässt sich noch regeln. Und es lässt sich nicht mehr regeln. Allison verletzt sich und es muss jetzt Adrian halten. Und wie sollen wir denn gegen Barcelona mit Adrian irgendeine Chance haben? Tut mir leid, Adrian ist vielleicht auch kein schlechter Spieler, aber dafür reicht's nicht. Und damit werden wir jetzt im Rückspiel gegen Barcelona wahrscheinlich ausscheiden. Das ist echt schade, dass es dann so endet wegen so einer blöden Verletzung. Und dann ist es ein 3:0 gegen uns und wir verlieren das Ding. Und das ist es also gewesen mit der Champions League Verteidigung. Und wir werden jetzt auch in den ganzen anderen Pokalen nicht mehr wirklich weit kommen. Schade. Damit ist dieses Experiment gescheitert. Wir können es natürlich nochmal versuchen. Es ist dumm gescheitert. Wir hätten das auf jeden Fall schaffen können. Die Mannschaft war gut genug dazu. Am Ende sind wir wenigstens Ligameister. Aus den anderen Pokalen sind wir rausgeflogen. Das kann ich euch schon davor sagen. Naja, dementsprechend. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn wir hier gescheitert sind, dann lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich werde es auch kennzeichnen, dass das ein Fail ist, dass ihr nicht denkt, wir haben es geschafft. Das wird im Titel und im Thumbnail gekennzeichnet und dementsprechend haut rein. Bis zum nächsten Mal bei Erzler Games.